Und damit willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Unsere gute Truppe aus Reynald, Dismas, Cousin und Mion hat den ersten Boss besiegt, nämlich den Nekromantenlehrling. In den Ruinen, glaube ich, ist er drin. Ja, in den Ruinen. Dadurch ist Dismas auf Level 2 aufgestiegen, Cousin und Mion auf Level 1. Außerdem heißt Vivil hat das Widerstand gegen Betäuben verloren im Sanitarium. Sehr, sehr gut. Reynald hat eine Krankheit abbekommen, Schüttelfrost. Die müssen wir auf jeden Fall behandeln. Das steht auf jeden Fall fest. Okay, für 750. Machen wir schon mal. Und wir schauen mal um, was wir haben. Wir haben Büsten. Ich glaube, damit können wir das Sanitarium upgraden. Ja, können wir günstiger machen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was sieht hier aus? In der Kutsche? Wir haben einen Slot frei. Haben wir schon ein Unhold? Nein, wir haben noch keinen Unhold. Lass uns mal kurz nach Klassen sortieren, dann sehen wir das. Wir haben einen Highwayman, Arbaleste, Okkultisten, Kreuzfahrer, Barbaren, Waffenknecht, wir haben... Was? Warum? Achso, weil die da drin sind. Moment, das macht so gerade keinen Sinn. Wir müssen die hier eben rausnehmen, damit der das besser anzeigt. So. Gut. Wir haben einen Kreuzfahrer, einen Barbaren, Waffenknecht, einen Bounty Hunter, bei dem wir die Sehschwäche noch heilen müssen unbedingt. Zwei Highwaymen, einen Okkultisten, zwei Vestaline. An sich wäre noch ein vierter Heiler angebracht. Muss ich sagen. Ein Hound, ein Narr, einen neuen Antiquar, eine Grabräuberin, ein Plagedoktor und eine Arbaleste. Können wir auf den Vestalin verzichten? Schauen wir uns mal den Vestalin an. Blutrünstig und Egomanie. Macht der Verzweiflung. Gar nicht so schlecht von den Stats. Was ist denn mit den Unholden? Bestienhasser und Ruinerforscher? Dipsomanie. Dipsomanie ist harmlos, mehr oder weniger für uns. Langsame Reflexe sind shit. Alles, was die Geschwindigkeit verschlechtert, ist nicht gut für uns. Geschwindigkeit ist einer unserer wichtigsten Stats. Okay. Überlege mir den jetzt zu nehmen, damit wir den auch mal sehen, den Unhold. Den haben wir ja noch nicht. Der Unhold ist eine universelle Klasse, weil er sich verwandeln kann mit diesem Skill. Und dann hat er in dieser Form quasi diese drei Skills und in seiner verwandelten Form hat er diese drei Skills. Das Nachteil am Verwandeln ist, dass er die Mitabenteurer ziemlich stresst. Man sieht das hier. Zum Modus wechseln, Bestie kriegt eine Geschwindigkeit dazu, kriegt 20 Widerstände gegen Gifthauch und macht 10% mehr Schaden. Aber die anderen Helden bekommen plus 8 Stressschaden. Wenn er sich wieder zurückverwandelt, verliert er 4 Geschwindigkeit. Heilt sich aber um 5 LP und die anderen Helden kriegen eine Stresslinderung. So. Er hat halt in dieser Form, wie ich ihn am liebsten spiele, also meistens verwandle ich ihn gar nicht, hat er einen recht guten Skill, der nämlich Fesseln ist. Ist ein schöner Stun mit ein bisschen Damage. Er kann mit diesem Skill auf die zweite und dritte Position draufkotzen, was Giftschaden macht. Und außerdem die Chance auf Gift, also den Giftwiderstand der Gegner reduziert. Und das ist ein Self-Heal mit Stresslinderung zusammen. Ist dadurch recht universell einsetzbar. Trifft halt natürlich nicht den vierten Platz, aber er kann halt aus Platz 2 und 3 kann er sich selbst mal heilen und kann Crowd controllen und dotten. Was ganz gut ist. Darum nehme ich mal einen davon. Bestienhasser, Ruinerforscher. Ein Ruinerforscher. Okay.
tortured and reclusive. Sehr schön. This man is more dangerous than he seems. Yes, he is. Haben wir überhaupt schon was in der Schmiede abgegradet? Ja, wir haben die Stufe 1 Dinger bereits. Ich bin gerade nicht ganz sicher, das ist gut. Lass uns mal sehen, was wir machen. Wir könnten in den Ruinen Zeug sammeln, 3 heilige Relikte, um alle Heiligen herzurufen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Der ist gut. Der ist sehr gut. Ich muss das hier und das hier unbedingt festmachen bei dem, was aber viel Geld kostet bei Duval. Ich glaube, so eine Tagung konnten wir upgraden. Ja. Wollen wir auch machen. Um Sachen zu heilen. Bon Valet will ich demnächst einsetzen. Dementsprechend muss ich erstmal die Sehschwäche bei ihm wegmachen. Damit er einsetzbar ist. Müsste auch das hier machen, dass ich 2 Zellen frei bekomme. Auf diesem Skill habe ich. Schalte ich da eine frei, da schalte ich da eine frei. Damit ich zumindest 2 Slots habe. Vorbereitet ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber das Geld ist mir das nicht wert für vorbereitet. Diese Schwäche fliegt. Wir können alle Heiligen machen in den Ruinen. Oder wir könnten mal in die Meereshöhlen gehen, wo wir noch nicht waren, weil das 0 ist, sehe ich gerade. Haben wir zwar nur einen kurzen Dungeon. Und eigentlich würde ich viel lieber eine mittleren machen als den kurzen, wenn ich ehrlich bin. Aber das Ding ist gut. Ich bin Kopfgeldjäger. Das heißt, wir werden doch einen kurzen Dungeon machen. Die Truppe, die da hingehen wird, ist unser Antiquar. Wie wäre es, wenn wir einfach den mitnehmen? Und Valet ist gerade weg. Ich könnte Klaustrophobie. Haben wir denn nicht für Items zur Zeit? Ja. Ich glaube, der Plague Doctor von uns hat richtig gute Items. Jo, hat er. Wappen des Kreuzfahrers. Also der Kreuzfahrer wird geheilt. Ich könnte Mio als Heiler benutzen. Würde ich sagen. Wir unbedingt wollen. Also der kann ja ein bisschen heilen, der kann sich selbst heilen. Wir haben keinen Leper. Ein Leper hätte ich hier vorne einen Leper hingepackt. Also einen Aussätzigen. Wer tankt die ganze Sache? Ich habe eigentlich nur Duval oder Berners als Tanks gerade. Vielleicht der Spieler und Streuung. Duval möchte ich gerade eigentlich nicht anfassen. Aber Berners können wir mitnehmen. Der ist gut. Und vielleicht Skolland. Rechtsschritt. Ach nee, Skolland nicht. Ich brauche einen Heiler. Muss also der hier sein. Moyon. Okay. Das macht Sinn. The Travelers Gruppe. Okay. Nach Aktivität sortieren. Wir haben neue Skills. So. Ui, hat noch gar keine. Wie Will braucht.
Jetzt eine Dämpfe. Noch eben. Das Blendpulver macht nur 5 Präzision weg, das ist fast gar nichts. Nutze ich gar nicht. Zack, 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 zack. Okay. Schmied wird er seine Waffe und Rüstung upgraden können. Dasselbe gilt für ihn. Oder für sie besser gesagt. Die beiden noch nicht, weil sie haben noch kein Level-Up. Und damit können wir aufbrechen. In die Meereshöhlen. Machen wir das Gepäck an. Meereshöhlen ist primär... Wir machen einen kurzen Run, ne? Also 8 Nahrung. Sollte mehr als reichen eigentlich. Brauchen vielleicht so 3 Schaufeln. Circa. Und vielleicht ein paar davon. 3. Jetzt mal so 6 Fackeln. Wozu waren es denn immer schwer einzuschätzen? Vielleicht ein Schlüssel und ein Weihwasser? Das könnte gehen. Bin mir nur bei den Fackeln nicht sicher, ob die Fackeln reichen. Machen wir 7. Einfach um sicher zu gehen. Brechen wir auf? Nein, wir brechen noch nicht auf. Wir haben noch kein Equipment ausgerüstet. Vor allem, weil wir ja mittlerweile Equipment haben. Was gar nicht so schlecht ist. Okay, für dich haben wir nichts. Für dich haben wir Murmeln. Die du mir ausweichen kannst. Die hatte der letzte Antiquar auch. Das sind Unglücksmurmeln. Das ist natürlich ganz gut. Widerstand gegen Bluten. Auf sich selbst. Dass er sich selbst heilen muss. Der Unhold könnte das machen. 15% mehr Abwehr, aber dann fehlt der Geschwindigkeit. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich keine Geschwindigkeit einbüßen. Das ist nicht witzig. Und du hast auch nichts, was gerade gut ist. Immerhin konnten wir 2 gute Equipment-Teile vergeben. Ja, das können wir machen. Gut, brechen wir auf. Vor allem, wenn wir nicht mit vollem Equipment gehen, haben wir auch immer die Option, Equipment in unsere Slots zu packen. So. Das erste Mal bei den Fischis. Der erste Scout war sehr, sehr gut. Wir haben schon die Hälfte des Dungeons gescoutet. Okay, ich habe eindeutig zu viele Fackeln eingepackt. Na, egal. Vor allem, weil jetzt auch noch mehr Fackeln kommen. So. Kein Problem. 70, 50, 50, 60. Okay. Bar macht sich dran. Sehr schön, eine Tagebuchseite. Das schwärzeste Schicksal. Nun finde ich mich im Labyrinth wieder, zwischen den Gebeinen meiner Kameraden. Meine Wunden sind zu schwerwiegend, um meine Aufgabe abzuschließen. Mit der Entweihung muss es also ein anderes Mal weitergehen. Seltsamerweise befindet sich ein Ring in meiner Tasche. Ich kann nur vermuten, woher er stammt. Aber er trägt das Siegel des Vorfahren, dem das Anwesen gehörte. Wirklich seltsam. Okay. Wollen wir da reingehen? Licht an, damit wir höhere Chance haben zu scouten. Nicht, dass wir es gerade bräuchten. Wir werden erst in diesen Raum hier gehen. Bei 80 reicht für den Kampf. Oh, wir haben sie überrascht. Das ist schön. So. Kannst mal... Könnte auf die rotzen.
Die haben kaum Gifthauchwiderstand. Gar nicht so verkehrt. Oh, ich habe den Skill noch nicht reingepackt, den ich reinpacken wollte. Okay. Und wir werden dem eingeben. Ausgewichen. Sehr gut ausgewichen. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Reicht noch nicht. Aber wir können jetzt den hier stunnen mit der Kette. Und wir können dem hier den Rest geben, dass er doch stirbt. Ja. Bitte sehr. Läuft doch. Heute ist ziemlich gut. Noch eine Tagebuchseite. Der Angriff war überwältigend. Cuthbert lag schon erschlagen da und als auch Boylan fiel, überkam mich ein heftiger Zorn. Ich sprang vor und trieb meine Axt in eins der vielen Augen der Kreatur. Purpurfarbener Schleim ergoss sich über mein Gesicht und das Monster brüllte auf, dass es meine Seele erschütterte. Danach kann ich mich nur noch erinnern, wie mir schwarz vor Augen wurde. Das Schwert ist das Schicksal, 10 von 3 von 5. Die Fackel wollen wir anmachen. 89, okay, gehen wir rein. Sehr gut. Oh, das ist eine bunte Mischung. Zum Glück überrascht. Ich habe noch nicht den Skill geändert. Ich bin so ein Dödel. Überleg, ob wir hier mit Stun arbeiten. Den hier. Oder ob ich die hier beide einfach ankotze, um den Kampf möglichst schnell wegzumachen. Ich glaube, es mit dem Kotzen ist besser. Stun schont aber mehr die HP. Lass uns das mal so machen. Sehr gut. Versuchen den da hinten auszuschalten, weil der produziert Stressschaden von diesen einzelnen hier. Der einzige mit Stressschaden attacken. Bluten ist nicht schlimm auf uns. Können wir einfach dispellen mit Adrenalinschub. Jetzt dann wir den hier. Die hat sehr viel Abwehr. 75 Abwehr, also Prozent Abwehr sieht man da unten. Die. So. Wir dispellen die Blutung. Gar nicht erst versuchen, viel zu bluten. Müssen neu geschützt werden. Wir könnten vermutlich die Meeresschnecke ziemlich schnell töten. Aber ich gehe mal hier drauf und stanne die Meeresschnecke mal lieber. Oh, hat sich widersetzt. Ist ja ein Ding. Reduzieren seinen Schaden mit einem Fluch um 32%. Er beschützt jetzt die Schnecki. Das ist kein Problem, dann kümmern wir uns halt erst um ihn. Sehr gut. Wollten wir sowieso machen. Jetzt, weil jetzt ist er dran, gestunt zu werden. Widersetzt, hä? Okay. Müssen wieder beschützt werden. Und wir können ihn noch mehr schwächen. 64% weniger. Macht nur noch ein Damage. Aber erst uns bluten, was Schaden macht. Wir können mal Absolution auf uns machen. Um ein bisschen den Stress von uns runterzunehmen. So. Minus 96% Schaden. So.
20 Ausweichen runter und 3 Geschwindigkeit. Das ist aber nicht nett. Zum Glück habe ich auch 5 Ausweichen hier drauf. Widersetzt, unglaublich. Gut, getötet. Und auch die Schnecke getötet. Alles in allem ziemlich gut der Fight für uns gelaufen. Genau. Ein unbedeutender Sieg, aber ein Sieg für uns. Jeder kleine Sieg ist gut. Oh, das war ein bisschen zu früh. Aber wir haben ja jetzt genug Fackeln, von daher ist das so. Ich habe viel zu viele Fackeln mitgenommen. Ich hätte gar nicht so viele mitnehmen müssen. Ist aber kein großes Problem. So. Erbstöcke. Sehr schön. Mhm. Dieser gute Herr. Da, jetzt war er versucht uns zu stressen. Dieser gute Herr muss als allererstes ausgeschaltet werden. Ist Prioritäten-Target Nummer 1. Oder muss gestunt werden. Ah, okay. War nicht so smart. Ich hätte den, genau. Ich versuche den zu stunnen, weil wenn er gestunt ist, ist alles gut. Dann werde ich dem da hinten Schaden machen. An den komme ich da hinten nicht ran. Aber ich kann den hier töten. Er bufft seinen kleinen Kumpanen. Ein Problem. Außer er greift an, dann ist das ein Problem. Weil der Crit derbemäßig wehtut. So, wir versuchen hier seinen kleinen Kumpan da umzubringen, dass noch der hier übrig ist. Wer hatte denn 25% Schaden? Schöner Heal. Damit bluten, aber das ist nicht das größte Problem. Die 3 Schaden bluten sind kein Problem für uns. So. Erstmal muss ich den Skill wegpacken und den hier nehmen, damit ich auch einen Vergiftungsskill habe. Jetzt geht's los mit dem Umbasteln der Gegenstände. An sich brauchen wir die Tagebuchseiten nicht unbedingt. Könnten wir sammeln, muss aber nicht. Ja, schmeiß jetzt mal die Tagebuchseiten weg. Erstmal das Unnützeste zuerst weg. Tagebuchseiten. Den guten können wir mit Heilkräutern sauber machen. Und massig Loot rausholen. Schön. Nächster Fight. Bunte Truppe. Fängt direkt mit dem Stress an. Wir auf unseren Heiler los. Kontern wir natürlich, indem wir auch auf die losgehen. Den Kotzen. Verkehrt. So. Nice. Keine richtige Aktion gemacht, nur geschützt, was uns aber nicht stört. So schön. Mehr Schaden auf ihn? Mehr Gift? Mehr Giftschaden auf ihn? 24er Crit? Höher gekrittet, als er insgesamt HP hat.
Au. Gut. Ah, dass er nochmal zum Zug kommt. Ich dachte, ich kann ihn jetzt vielleicht stunnen. Ah, okay, er trifft nicht. Alles gut. Dann kann ich den jetzt stunnen. Der stirbt nächste Runde sowieso durch das GIF. Da kann mal den hier so langsam hochheilen. Gibt ihm den Heal. Eieiei. So. Stirbt durchs Gift, stirbt durchs Gift. Ein Schaden, auf jeden Fall. Zu viel Abwehr, wir machen keinen Schaden an denen. Reicht nicht. Trifft auch nochmal, aber kein großes Problem. Der Schaden ist vernachlässigbar. Der darf den töten. So viel schöner Loot. Abenteuer fortsetzen, aber. Wir haben noch den halben Dungeon vor uns. So. Klar. Wir werden den Dungeon auf jeden Fall auch noch. Wir werden diese große Truhe erstmal in Ruhe lassen. Und uns erstmal um die Kuriositäten kümmern. Kommt später wieder. Hunger ist gut. A fortune waiting to be spent. Gehen wir erstmal nach unten. Mach gleich den letzten Fight mal. Oh, die Dornenqualle sehen wir auch mal. Die kann stunnen und debuffen. Ziemlich ätzend. Deshalb stun ich die, bevor sie uns stunt. Ich werde da hinten Schaden machen, wenn es geht. Versuch den da hinten zu töten. Damit er uns keinen Stressschaden macht. Du schützt dich. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Ist dann Steam Buddy dieses Mal. Ah, da sieht man den Schocker. Der stunt. Jupp, hat mich gestunt. Und geschwächt. Fünf, hä? Ah, ist ausgewichen. So, dass ich ihn hier mit treffe. Töte. A time to perform beyond one's limits. Ich hoffe, dass ich die hier schaffe zu töten, bevor die zum Zug kommt. Oder zumindest zu stunnen. Jupp. Ja. Sehr schön. Jetzt geben wir der Meeresschnecke noch eine auf die Schale. So. Das wird auch garantiert treffen. Hier das Ausweichen. Ist auch bezeichnet jetzt. Einer. Der müsste auch einer machen und der Barbar müsste den Killing Blow mit 2 geben. Genau. So. Ich glaube, das Ding haben wir schon gelesen. Nein. Erweil, ein guter Freund, ein vorbildlicher Krieger, ein Überlebender der Königskriege und viele Einsätze in diesen Gemäuern, fand ein schändliches Ende. Erweil und ich waren kampfesmüde und suchten nach einer Zuflucht. Nun scheint die Müdigkeit eine mörderische Seite zu haben. Er übersah einen Mechanismus, der die Stacheln auslöste, die ihn in Stücke schnitten. Ich hielt ihn in meinen Armen, als seine Seele ihren Körper verließ. Ein weiterer gefallener Held in unserem wahnsinnigen Streben.
Nun bin ich ganz alleine, müde, aber ungebeugt. Ich gehe weiter. Gut, die Tagebuchseite werde ich nicht mitnehmen. Vermutlich nicht. Wir gehen weiter. Oh, wieder ein Fischkarkass. Schön. Wer? Was wir machen? Schön. Vielleicht noch die da hinten. Zurück. Dann sind sie so schön und kompakt. Kann man ja mal relativ schnell und einfach machen. Fackel. Okay. Sehr schön. Noch ein Fischkarkass. Sehr gut. Ui, was haben wir hier denn? Wir haben einen Sonnenring gefunden. Nice. Immer anziehen. Okay, wir haben alle Kuriositäten aufgemacht. Das heißt, wir wissen, wir brauchen keine Schaufeln mehr und auch keine Heilkräuter mehr. So. Wir sind nur noch zu dem Atzel. Der hinten kommen und den dann in unsere gierigen Klauen nehmen. Okay, zum Sonnenring, warum er so gut ist. Der Sonnenring, hier, wie man sieht, 15% Schaden bei Licht über 75 und 10 Präzision bei Licht über 75. Solange man das Licht über 75 hält, was wir meistens machen, ist der Sonnenring ein super guter Buff. Wirklich ein richtig guter Buff. Hunger. Alles gut, wir haben genug zu essen dabei. Und der Antiquar macht auch noch das auf. Und, was haben wir hier? Okay. Das ist in Ordnung. Gute Ausbeute für den kleinen Dungeon. Ja, auf einem kurzen Dungeon fast 20.000, 23.000 gemacht, fast. Außerdem Wappen und Porträts gefunden. Okay, nur 3 Porträts, aber 24 Wappen. Ja, ist okay und wir bekommen 2 Büsten. Momentan brauchen wir primär Urkunden leider. Mm-hmm. Und eine Klaue der Gewandtheit für den Kopfgeldjäger, die ist nicht verkehrt. Für den Anfang ist das ein schönes Item für den Kopfgeldjäger. Mal sehen. Waffenbastler. Okay. Spart uns Geld. Waldhasser ist nicht schön. Kleptomane ist ein ganz schlechter Gegenstand für Vivil. Muss sofort runter. Das ist Priorität Nummer 1. Der Gegenstand, ganz schlechter Charaktereigenschaft. Grübler muss auch runter. Aufbäumen ist okay. Viel Mist bekommen. Schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. They meet in secret, oh. That none may know the horrifying depths of their inquiries. Okkultisten gibt es. Ich habe aber keine Slots für Okkultisten. Wären die denn gut gewesen? Rüstungsflicker? Ja, des Lichts, ruheloser Geist, der wäre in Ordnung von seinen Werten gewesen. Dickes Blut ist sehr schön. Plutomanie müssten wir wegmachen. Das ist auch okay, Meereshöhlendieb. Wären okay gewesen, ich habe leider keine Slots für euch frei. Gut, das war's für diese Woche bei Darkest Dungeon und wir sehen uns dann in der nächsten Woche mit neuer Action.